Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect 3. Wir sind jetzt auf der Suche nach Gero, dem Wissenschaftler, der auf der Spur des Leviathan ist. Und ja, ich würde mal sagen, wir suchen jetzt. Wir Sagt uns haben. das hier, wohin Gano gegangen ist? Jake, ist doch, das sind die Reiseziele, aber oder? Vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Das Labor nach Hinweisen durchsuchen. Easy. Na, ah, Alter. Gänsehaut. Computerkonsole. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Gano folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Was haben wir hier hinten? Das ist der Eingang ins Labor. Das heißt, hier wird nicht mehr viel sein. Nee. Gut, dann gehen wir jetzt durch die Tür hier. Hier kam Brazen her. Nee, nicht Brazen, sein Assistent. Was haben wir hier liegen? Videolog. Verschlüsselte Daten. Das scheinen verschlüsselte Daten über die Aktivität der Reaper-Flotte zu sein. Halten Sie das für relevant? Möglich. Aber das lässt sich ohne mehr Daten nicht sagen. Und ohne den Codeschlüssel. Ich dachte, sie könnte das eventuell. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Wo ist seine Leiche? Wo wurde er? Hier wurde er niedergeschossen. Okay, die Leiche haben sie mitgenommen. Dann ist der Schlüssel schon mal nicht der Erfolg. Ich hätte gesagt, irgendein Implantat, auf dem der Schlüssel gespeichert ist. Was haben wir hier? Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen chemische Rückstände auf. Vielleicht sieht man unter einer anderen Lichtquelle etwas. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Gano könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edi, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Okay, die Massenimpuls-Rückstoßkupplung nehmen wir mal mit. Hier haben wir auch noch ein paar Hinweise. Sieht aus wie Daten über die Rachni. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Das sind die Hannah, oder? Hannah und ein Kind. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet?
Was denken Sie, Edi? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wir haben vorhin ein Datenpad mit Rachni-Bewegungen gesehen. Könnte relevant sein. Aber wir können es nicht entschlüsseln, weil wir den Schlüssel noch nicht haben. Die Sovereign, Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Da ist, glaube ich, auch nichts mehr. Wir müssen weiter diesen Schlüssel suchen. Hier oben vielleicht? Noch ein Bild. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Daddy? Moment mal. Sieh sich das eine an. 65,8, was? Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Ich würde mir gerne mal die Eingrenzung eigentlich der Filter ansehen, den wir bis jetzt haben. Bevor wir das über das Datenpad dort machen. Alien-Sichtungen. Trifft auf einige Systeme zu, das ist ja schon laut mal nicht schlecht. Ergebnissen muss Garnou in einem dieser 5 Systeme sein. Zu viel. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandie markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Wir grenzen weiter ein. Position mit Element Zero vorkommen. Immer noch zu viele. 3. 3 Möglichkeiten. Wir brauchen die Rachni Pläne. Anders geht's nicht. Und selbst dann müssten es wahrscheinlich noch 2 oder so sein. Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Ach, das ist die Reaper, nicht die Rachni. Und ich wette, damit hat Garnou gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Füge jetzt hinzu. Das heißt, wir brauchen noch das Rachni-Problem. Das Rachni-Muster. Reaper-Aktivität? Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut. Besuchen wir Garnou. Ich würde trotzdem gerne noch das mit den Rachni finden. Verschwörungstheoretiker. Nutzen Sie Hinweise, um die exakte Position eines Einsatzes. Computerkonsole benutzen. Haben wir hier irgendwo PDA da? Der Torianer, also das ist Pharaos und der Klingsheimer, geschossen, ja, im Lebensjahr einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichen intelligenten Leben benutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an portianischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie benutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich von vorhersagbaren entwickelt. Der Torianer bildet seine Ausnahme von diesen Regeln. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie benutzt. Leviathan muss ihn in gewisser Weise ähnlich sein. Er hat es geschafft, so lange undeckt zu bleiben. Der Torianer hat Schmerzkonditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren. Und sie für körperliche Arbeit entsetzt. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger benutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mit Hilfe anderer Prozesse namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Benutzt haben. Aber wir haben jetzt nichts mehr, was wir hier benutzen könnten. Dann werden wir uns jetzt wieder auf den Heimweg machen. Siedlungsunterhaus. Und ich denke mal, wir können jetzt zu Normandie zurückkehren. Wie kam Edi eigentlich hier hin? Hier war nur diese eine Platte. Erinnert mich vor allem hier das ganze Bild jetzt ein bisschen an Anno 2070, glaube ich, müsste sein. Oder 22.05, das geht auch. So, haben wir hier irgendwelche Neuerungen? Nein. Ja, ich möchte definitiv zurück zur Normandie und wir neue Nachrichten auf meinem Terminal. Ja gut, dann gucken wir mal nach. Omega, es ist soweit. Es
Keine Batteriana, bitte. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Omega. Generell habe ich eigentlich jetzt... Wir machen jetzt auch nicht die Mission weiter. Nein. Weil ich gerne, bevor ich jetzt weiter mit DLCs mache, erstmal das Treffen mit dem Diplomaten machen würde. Ich denke, das kriegen wir eh nicht ganz fertig. Oder? Mal gucken. Ja, ne, mit WASD fliegt man hier nicht. Wir fliegen ja hier mit Maustaste. Treffen mit Diplomatos. Gegangen und treffen große Entfernung von einer da, außer wegen Reichweite ihrer Waffen nach. Verschiedene Fraktionen sind. Okay. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Varen, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Das war klar, dass das kommen würde. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben uns benutzt, um einen hoffnungslosen Krieg zu führen. Nicht die Salarianer, Turianer oder Asari haben die Rachni aufgehalten. Kroganisches Blut hat die Wende gebracht. Richtig, und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Sie mögen ihn ablehnen, aber Rex hat recht. Beleidigungen ändern daran nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen.
Ganz ruhig bleiben. Los, holen wir sie. Sie setzen keinen Fuß auf Sorkesh. Das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Deshalb hasse ich Politik so sehr. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen... Garrus. Ja, der kriegt auf jeden Fall das... Kann der? Ja, aber er hat nur die zu... Ne, er hat doch ein paar mehr. Ja, wir nehmen mal Jarvik mit. Einfach, weil ich gerne seinen Blaster auch mal in voller Aktion erleben möchte. Habe ich... Ich glaube, ich habe hier doch noch eine Mod bekommen, oder? Achso, nur das. Ne, das will ich nicht. Bestätigen. Ich glaube, hier hinten habe ich auch noch die Mod. Bestätigen. Entschuldigung. Da habe ich nichts, okay. Du kriegst auch noch hier Waffenmod. Bestätigen. Bringt dir zwar auch nichts, okay, das ist egal. Ah, stimmt, ich kann da einen Zielfernrohr drauf packen. Warte mal, hier die Präzision um 15%. Nein, das muss ich gleich noch machen. Und hier kommt noch das Ding. Warte, erhöht. Ermöglicht Kugeln, die Durchdringung von 0,5 Meter, also halben Meter dicken Objekten. Allerdings mit dem Schaden ignoriert außerdem. Ach, halt, warte mal. Ich packen wir doch mal auf meine Waffe drauf. Ja, 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 zurück. Jetzt habe ich das Mod verstanden. Ich dachte generell 60% weniger Schaden, aber es ist nur 60% weniger Schaden, wenn es durch ein halben Meter dickes Objekt dringt. Ja, gut. Jetzt packen wir das Zielfernrohr drauf. Zack. Bestätigen. Und zurück. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir jetzt in der Special Task Group Basis auf wow, mein Kurzzeitgedächtnis ist heute echt on point. Na, auf der STG-Basis. Und, na, also bis dann, Leute. Bis, ja. Ciao.